Damit habe ich die rechtliche Situation in Österreich skizziert. Außer Acht geblieben ist die ebenso notwendige Situation menschlichen Lebens durch die In-vitro-Fertilisation, wo befruchtete Eizellen außerhalb des Mutterleibes existieren und eine bestimmte Zeit aufbewahrt werden müssen. Danach werden sie umgangssprachlich aufgetaut und so dem Absterben ausgesetzt. Jetzt darf auch bemerkt werden, dass die Regelungen weltweit im Großen und Ganzen ähnlich geregelt sind. Ich darf aber ein paar besondere Regelungen in anderen Staaten exemplarisch anführen. Absolute Abtreibungsverbote gibt es in südamerikanischen Ländern, zum Beispiel Chile oder Mexiko, ausgenommen der Bundesstaat Mexico City. In Irland herrscht ein absolutes Abtreibungsverbot. 1983 wurde dies durch Volksabstimmung sogar in der Verfassung verankert. Nur die medizinische Indikation, also das Leben der Mutter, wenn das auf dem Spiel steht, ist erlaubt. Im Juli 2009 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Beschwerden dreier Irinnen als zulässig angenommen. Diese argumentierten, das Abtreibungsverbot verletze ihr Recht auf Leben und auf Privat- und Familienleben, sowie das Verbot unmenschlicher Behandlung und jeglicher Diskriminierung nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das Urteil erging im Dezember 2010, wobei der EuGH gegen diese Frauen entschied. Daher weichen viele Irinnen mehrere Tausend pro Jahr nach England und in die Niederlande aus. In Polen war der Abbruch bis 1993 erlaubt, seither ist er verboten, nur bei medizinischer und embryopathischer Indikation oder wenn die Schwangerschaft als Folge einer kriminellen Handlung entstanden ist, gestattet. Dies führt dazu, dass viele Frauen illegal oder im Ausland die Schwangerschaft abbrechen. Es darf nicht verwundern, dass Wiener Abtreibungskliniken ihre Internetauftritte in Deutsch und Polnisch abfassen. Erwähnenswert die Situation in Rumänien. Seit 1957 war der Schwangerschaftsabbruch auf Antrag der Frau straflos. 1966 wurde die Gesetzgebung aus bevölkerungspolitischen Gründen massiv eingeschränkt, in der Ära Ceausescu sogar nochmals verschärft. Das Ziel war die Steigerung der Geburtenziffer. Der Import von Verhütungsmitteln wurde verboten, Frauen wurden monatlichen gynäkologischen Kontrollen unterworfen, die Geburtenzahl stieg darauf nur vorübergehend an und sank nach einiger Zeit wieder annähernd auf das frühere Niveau. Die Zahl der Todesfälle infolge illegaler Abtreibung jedoch stieg an. Nach dem Ceausescu-Regime wurde das wiederum zurückgedreht und es erreichte die Schwangerschaftsabbrüche eine Quote von 300 Abbrüchen auf 100 Geburten im Jahr 1990. Noch ein Exkurs in die Volksrepublik China, wo der Schwangerschaftsabbruch erlaubt und nach dem ersten Kind sogar erwünscht ist. Ein Detail, wie auch in vielen anderen asiatischen Ländern besteht eine Präferenz für männliche Nachkommen, was in der Vergangenheit zu vermehrten Abbrüchen bei weiblichen Föten führte. Per Gesetz wurde 2002 ein Verbot der Geschlechtsbestimmung durch Ultraschall oder andere Untersuchungen dekretiert. Auch noch einige Gedanken zur Problematik, dass die Frau alleine entscheidet, ob abgetrieben wird oder nicht, unter dem Motto, mein Bauch gehört mir. Ja, der Bauch. Aber es ist etwas im Bauch. Und dieses Etwas hat auch einen Vater. Viele begrüßen die gemeinsame Obsorge. Jedes Kind hat auch das Recht auf seinen Vater und der Vater hat Rechte an und zum Kind. Aber bei der Frage, ob sein Kind leben darf und wird, wird die Meinung, die Entscheidung des Vaters nicht einmal gehört. Oft weiß der Vater gar nicht, dass eine Schwangerschaft vorliegt. In einer Ehe wäre die Abtreibung ohne Wissen des Ehemanns sogar ein Scheidungsgrund. Dies ist auch ein unhaltbarer Zustand. Nunmehr Schlussfolgerungen für einen Politiker, der das ungeborene Leben möglichst weitgehend schützen möchte, außer der Forderung, die Fristenlösung aufzuheben. Zum einen, höhere Strafen für den verbotenen Schwangerschaftsabbruch, insbesondere den Arzt oder die sonstige Person, egal ob dieser Abbruch mit oder ohne Zustimmung der Frau geschieht. Damit muss das soziale Unwert der Handlung klargemacht werden. Der Argumentation, dass so die Frau in die Kriminalität gedrängt würde, muss dadurch begegnet werden, dass durch eine entsprechende Strafe prospektive Straftäter abgeschreckt und abgehalten werden sollen. Klare disziplinäre Konsequenzen für Ärzte im Ärztegesetz muss es geben, insbesondere was ein Berufsverbot betrifft. Zweitens, die Abschaffung von unbestimmten Gesetzesbegriffen, um Grauzonen zu vermeiden. Drittens, dem Vater eines ungeborenen Kindes müssen rechtliche Möglichkeiten gegeben werden, die Abtreibung zu verhindern. Viertens, im Rahmen der Fristenlösung muss die gesetzlich geforderte Beratung anders geregelt werden.
Eine Alibi-Beratung, noch dazu vom Arzt, der die Abtreibung durchführen soll, muss einer gesetzlichen, staatlich geförderten Beratung durch lebensbejahende Institutionen weichen, bei der konkrete Hilfe für die Zeit der Schwangerschaft und auch für die Zeit nach der Geburt bis hin zur Vermittlung einer Pflegeelternschaft oder Adoption angeboten wird. Klare, qualitätvolle staatliche Angebote für Mütter und Väter, die ein behindertes Kind nach der Geburt nicht aufziehen wollen. Nach dem von der Vereinten Linken ja schlagwortartig als durchdacht die Kinderrechte, teilweise ja auch berechtigt, in die Verfassung reklamiert werden, auch die Verankerung der Rechte ungeborener Kinder in der Verfassung durchsetzen. Zum Beispiel die Verankerung der Bestimmung des § 22 ABGB über die Rechtsstellung des Ungeborenen, des Nasciturus, als Verfassungsbestimmung. Von der FPÖ im Nationalrat erst unlängst beantragt, leider keine Mehrheit gefunden. Und letztlich etwas Neues. Seit 2008 hat es das bereits in Vorarlberg einen leichten Ansatz dazu gegeben. Eine stärkere staatliche Kontrolle von Schwangerschaftsabbrüchen. Jeder Straftäter hat das Recht auf Verteidigung, sogar dort, wo die Todesstrafe angedroht ist. Wenn in Österreich Eltern oder minderjährige Kinder auch nur theoretisch gegenteilige Interessen haben können, zum Beispiel in wirtschaftlichen Dingen, in einer Erbschaft, bei einer Adoption etc., bestellt der Staat einen Kollisionskurator, der die Interessen des Kindes vor Gericht oder Behörden vertritt. Auch Ungeborene können bereits vertreten werden von einem Kurator, und zwar dann, wenn es um vermögensrechtliche Ansprüche für die Zeit nach der Geburt geht. Das ungeborene Leben hat keinen derartigen Fürsprecher, obwohl es um sein Leben geht. Hier muss auch eine sachgerechte Lösung gefunden werden, vor allem, wenn nach dem dritten Monat die Interessen der Mutter derart im Vordergrund stehen und durch entsprechende Gutachten diese Grauzone entsteht. Es wäre hier notwendig, dass für ungeborenes Leben eine Art Kurator, ein Sachwalter bestellt wird. Jedenfalls ist Österreich ein Musterland im negativen Sinn, was Abtreibungen betrifft. Es gibt, aus Sicht der Befürworter der Fristenlösung aus gutem Grund, keine offiziellen Statistiken. Es wird teils von Abtreibungskliniken von 30.000 bis 40.000 Abtreibungen allein durch die Fristenlösung pro Jahr gesprochen. Fehldiagnosen hinsichtlich einer möglichen Behinderung sind hier nicht mitgezählt. In einer Generation, 20- bis 50-Jährige, bedeutet das 900.000 bis 1,2 Millionen Individuen, Kinder, Menschen, denen die Schönheiten des Lebens versagt blieb. Ein kleines Zitat aus dem Strafgesetzbuch. Wer in der Absicht, eine durch ihre Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgesellschaft, zu einer Rasse, einem Volk, einem Volksstamm oder dem Staat bestimmte Gruppen als solche ganz oder teilweise zu vernichten, Mitglieder der Gruppe tötet, ihnen schwere körperliche oder seelische Schäden zufügt, die Gruppe Lebensbedingungen unterwirft, die geeignet sind, den Tod aller Mitglieder oder eines Teils der Gruppe herbeizuführen, Maßnahmen verhängt, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind, ist mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen. Das ist der § 321 und übertitelt mit Völkermord. Ich danke.